Die Märkte spinnen rum wie wild. 10% Bewegung in irgendeine Richtung in wenigen Tagen und Wochen ist überhaupt keine Seltenheit mehr. Obsessiv schauen alle Marktbeobachter auf die Federal Reserve Bank und was macht die EZB als nächstes? Die Inflation bleibt hartnäckig. Wir werden euch erklären, warum. Das kann nämlich keiner bei der EZB oder bei der Federal Reserve Bank. Und ich erkläre euch auch, warum wir zunehmend chaotische Verhältnisse erleben, die sich weiter zuspitzen werden. Welcome! Die Inflation, die gerade zu tragen kommt, ist ja eigentlich die klassische Lohninflation. Warum eigentlich? Wir haben eine sehr schwache Wirtschaft in den USA. Im ersten Quartal fiel der Wirtschaftsindikator, also das Bruttoinlandsprodukt, BIP, um 1,6%, im zweiten Quartal 0,6%. Das ist schon ordentlich viel, 2,2%. Im dritten Quartal ging man von einer Steigerung aus. Man ist jetzt auf der Nullnummer angekommen. Es läuft nicht gut in den USA. Obwohl, jetzt wird es interessant, allein im produzierenden Bereich gibt es 800.000 Stellen, die kaum gefüllt werden. Made in America ist immer wichtiger, weil man nicht die entsprechenden Produkte aus Europa und aus Asien bekommt, die man braucht. Tja, ein anderer Grund, warum es den Amis im Jobmarket eigentlich recht gut geht. Jeder fünfte Amerikaner arbeitet in Energie, Fracking, Gas, Wirtschaft, im Militär, im Sicherheitsbereich, also im Knastbereich. Und natürlich auch im Agrar-Lebensmittelbereich. Ja gut, die Amerikaner sind natürlich der natürliche Gewinner des Ukraine-Kriegs. Und deswegen liegt auch die Arbeitslosigkeit bei schlappen 3,5%. Aber, krasse Statistik, der Anteil derer, die in den USA arbeiten könnten, fiel, während die Arbeitslosigkeit auf 3,5% gefallen ist. Also die 62,3%, also 38% der Amerikaner könnten arbeiten. Es gibt über 10 Millionen offene Stellen und die können oder wollen nicht. Und da gehe ich drauf ein. Was ist hier denn los? Erstmal die erste Grafik anschauen, dass ich hier keinen Bullshit erzähle. Das Verhältnis von Jobs, erste Grafik, Quelle Bloomberg. Erste Grafik besagt natürlich, dass es für jeden Job, für jeden Arbeitssuchenden 1,75 Alternativen gibt. Das ist ja ein Traum. Ich habe zwei Jobs zur Verfügung, bei denen die nicht erfüllt werden, ausgefüllt sind. Und jetzt geht die nächste Statistik, die ist, da seht ihr, wie niedrig die Arbeitslosigkeit ist. Das ist eigentlich der historische Tiefstand um die 3,4, 3,3, 3,5%. Und trotzdem, die Job-Openings sind etwas zurückgegangen, aber markant hoch. Und der Lohnwachstum, uiuiui. Die Inflation ist ja nicht erst, hat ja wirklich zugelegt im zweiten und dritten Quartal. Aber im letzten Jahr sieht man 6% Lohnwachstum für die Besserverdienenden, das obere Fünftel. Und überall gibt es Lohnsteigerungen. Zwar aktuell nicht so hoch wie die Inflation, aber der Trend geht in diese Richtung. Und was ist denn los? In einem allgemein schwachen Umfeld, bei dem weniger verfügbares Einkommen besteht, wo die Inflation in die Löhne förmlich auffrisst, in jeder normalen Station würden Millionen von Amerikanern ihre Jobs verlieren. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Und dann müssen wir uns einfach mal ein bisschen alternativ, lateral denkend orientieren und nicht nur auf die Mainstream-Narrativen achten. Das Brookings Institute, einer der führenden Thinktanks in Amerika, mit dem habe ich einigermaßen Kontakt, die haben eine ganz interessante Statistik aufgestellt. Es gibt für mich sowieso nur drei Faktoren, die in den nächsten Jahren Ausschlag geben werden für eure Karriere, für euer Vermögen, ja, für eure Gesundheit und vieles mehr. Also alles praktisch. Die haben ermittelt, dass ca. 16 Millionen, grob 10% der verfügbaren Arbeitskräfte, der Arbeitenden, Long-Covid haben. Und
Dann 16,3 Millionen der Gesamtbevölkerung, 12,2 Millionen der möglichen arbeitenden Bevölkerung bis zwischen 18 und 64. Und dann geht man ein bisschen tiefer in diesen Report rein, dann seht ihr natürlich diese gelbe Tabelle. Das nimmt man drei Quellen an. Einmal den Report der US-Regierung. Das sind die Anzahl der Menschen, die nicht arbeitsfähig sind. Die arbeitsfähig wären normalerweise, also 1,8 Millionen sagt die US-Regierung, naja. Die TOC, eine weitere Organisation, sagt, es sind 2,9 Millionen und eine sehr glaubwürdige wissenschaftliche Studie behauptet 4,1 Millionen. Sagen euch diese Zahlen was? Natürlich. Denn, ja, nehmen wir doch einfach nur mal die Zahl von 3 Millionen Amerikanern. Also hier ist die Konklusion der Brookings-Studie. Es gibt ca. 16 Millionen Working Age Americans, also die in diese Arbeitsgruppierung fallen, 18 bis 65. Und wenn da nur 3 Millionen aufgrund von Long-Covid nicht arbeiten können, dann entsteht ein Schaden, der grob 1% der Wirtschaftsleistung entspricht, des Bruttoinlandsproduktes, ja, oder Gross Domestic Product in Englisch. Es ist ziemlich ernst, weil das ist schon rezessiv. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben nämlich diese Betrachtungen auch gemacht in einer Risikobewertung von verschiedenen Faktoren als erste weltweit. Und es gibt aber nicht nur diese Long-Covid-Lidierten, Beeinträchtigten. Wir sind ziemlich sicher, dafür gibt es Metastudien übrigens, das heißt eine Kumulierung von vielen, vielen Studien und vielen, vielen Datensätzen, dass ca. 2 Millionen durch Lockdown unter mentalen Spaltungs- und mentalen Störungen leiden. Die sind auch nur bedingt arbeitsunfähig. Aber jetzt kommt der Hammer. Beschäftigen uns ja mit diesen Szenarien. Es gibt 4 Szenarien. Wir haben also einen Mittelwert genommen, Szenario 1. Das ist ziemlich nicht so ernst, wenn man über Spritzeffekte nachdenkt. Nicht so gute Spritzeffekte. Ihr werdet es verstehen, warum ich diese Wortwahl benutze. Und da gehen wir davon aus, dass mindestens 3 Millionen dieser arbeitsfähigen Amerikaner auch negative Auswirkungen haben durch experimentelle Spritzspäßchen. Plus die 2 Millionen, schon sind wir bei 8 Millionen erwerbsfähigen Amerikanern, die beeinträchtigt sind. Einer von 20, ach, ist nicht so schlimm. Doch, ist es. Weil an jedem dieser erwerbsfähigen Amerikaner hängt im Schnitt mehr als ein Abhängiger. Das kann ein Ehemann, Ehefrau sein, das kann ein Kind sein, das können die Eltern sein, denen es nicht so gut geht wirtschaftlich und so weiter. Also, jedem 10. Amerikaner könnte somit die Existenzbasis entzogen werden. Das ist heftig. Transportiert das mal auf Deutschland. So, was bedeutet das denn noch? Dramatisch fallende Produktivität. Wir sind schon bei Null-Produktivität, eine der absoluten Kernziffern für die Wirtschaftsentwicklung. Und es wird eine fallende Nachfrage geben. Wenn man sich heute schon in der Wirtschaft umschaut, diese Knappheit an Autos, ja, die hohen Gebrauchtwagenpreise, die kannst du knicken, weil jemand, der schwer Long-Covid hat oder Spritzschäden, der wird sich garantiert nicht ein neues Auto kaufen, der muss ganz andere Ausgaben tätigen. Und die fallende Nachfrage verlagert sich zum Teil. Also das ist jetzt tricky, trickreich. Also auch für die Ökonomen und andere Analysten in den Vermögensverwaltungen, in den Brokerage-Häusern. Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit eine extreme Überlastung der Gesundheitssysteme geben. Und nicht nur in den USA, in Europa, in der westlichen Welt. Und das wird in diesem Bereich eine hohe Inflation verursachen. Ähnlich erwarte ich, dass gesunde, leistungsstarke Berufstätige in kritischen Funktionen, also nicht leicht ersetzbar sind, in exzellenten Verhandlungspositionen sind, was ihre Gehälter und ihre Karrierechancen betrifft. Aber leider insgesamt wird die Anzahl der Verlierer, die Gewinner mit einem Faktor grob von 10 übertreffen. Und jetzt gehe ich mal in diese
klassischen Kommentare, die gelegentlich auf meinem Kanal erscheinen. Idiotisch, Verschwörungstheorie, keine Daten, keine Fakten. Welcome to Florian Homm, ja, und seinem Research-Team. Die erste Grafik beschäftigt sich mit der Übersterblichkeit in den USA. Und es ist ganz wichtig, dass wir mal die Quelle erwähnen. Das ist Center for Disease Control. Offizieller geht es nicht mehr in den USA. Dann schaut man sich die Übersterblichkeit an von März 2020, also bis zum Februar 2022. Und das ist bloody shocking. Ja, weil zwischen 25 und 44 Jahren, das ist so die beste Zeit im Beruf zu stehen, man hat viel Energie, man ist kerngesund, ist die Übersterblichkeit sage und schreibe um 47% gestiegen. Das liegt auch nicht an verzögernden Operationen oder an der Hitzewelle. Woran das liegt, werden wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten, Quartalen oder Jahren, wird das die breite Masse erkennen. Auch in der zweiten Gruppierung 45 bis 64 Jahre, auch eine sehr, 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 sehr wichtige Manager-Gruppierung und Eigentümer-Unternehmergruppierung, 28%. Shocking. Schauen wir nach Europa. Natürlich nehmen wir wieder nur die besten staatlichen Quellen, in dem Fall ec.europa.eu Eurostat. Und da haben wir ein Abbild auch vom Juli 2022. Da wird die Übersterblichkeit übrigens bereinigt, statistisch ziemlich cool. Guter Datensatz aus meiner Sicht. Mit einem Durchschnitt von 2016 bis 2019 verglichen. Und hier sieht man doch schön auf breiter Front die dunklen Länder. Die haben eine Übersterblichkeit alle von 15%, die etwas helleren von 10-15%. Und dann kommen die gelben und die anderen von 5%. Aber da, wo die Menschen leben, England hat leider keine Statistiken geliefert, sonst hätten wir besseren Überblick. Aber wenn man uns die bevölkerungsreichen Länder anschaut, so wie Deutschland, ja, Frankreich ist immer noch sportlich, Spanien und Italien und Österreich und Griechenland, und das ist schon ordentlich, dann ist das schockierend, eine Übersterblichkeit, wenn man das mal ausdrückt. Ich habe es schon mal gesagt in einem Videobeitrag. Allein in Deutschland im Juli und plus ein paar Tage sind mehr Leute als gewöhnlich gestorben, also um die 54.000, 55.000, als gewöhnlich gestorben, als im gesamten Vietnamkrieg auf amerikanischer Seite von 1955 bis 1975. Und das war eine Tragödie. Nur ein Monat, paar Ebbestage in Deutschland. Wer meint, dass das nicht ernst ist, dem sollte ich vielleicht Taschenrechner zu Weihnachten schenken. So, jetzt gehen wir nochmal ein in die Kontraargumentation. Das ist die Seite 70 aus unserem Gesundheitsrisiko. Unsere Risikoanalyse, wie ihr die bekommt, ist auch klar. Schaut euch den Link unten an. Übersterblichkeit Europa, Vergleich 2017 bis Juli 2022. Eurostat, das ist ja die vorherige Grafik, führte zu diesen alarmierenden Zahlen an, dass sich diese wohl durch die grassierenden Hitzewellen erklären ließen. Genau wie Lagarde sagt, die Inflation liegt an der globalen Erwärmung. Es ist crazy, die Argumentationskette. Aber das dürft ihr auch für euch selber entscheiden. Vielleicht ist es die Hitze. Dann schauen wir nun. Die Temperaturen in Island lagen dieses Jahr im Juli zwischen 9 und 14 Grad Celsius. Ich glaube, das ist frisch. Aber die Übersterblichkeit im durchspritzten Island lag im Juli 2020 bei sagenhaften 55,8%. Jetzt sagt jeder, ach, Island, ist doch scheißegal. Haben so ungefähr die Einwohnerzahl von Bochum. Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter nach Süden. Wir landen wo? Natürlich in Irland. Irland hatte allerdings im Juli nur selten die 20-Grad-Marke geknackt. Ich glaube nicht, dass dann jemand einen Hitzeschlag bekommt. Und die markierte eine Übersterblichkeit von 16,3%. Bingo, EU-Schnitt. Also ja, sieht die Tabelle. Spanien, boah, ballerhafte 36,9%. Portugal 28,8%. Beides sind, dass sie ganz stolz sind, wie sie ihr Gesundheitssystem gegen die Herdenimmunität geschützt haben und dass keiner mehr dort krank wird. Aber sie sterben anscheinend häufiger. Und Deutschland ist natürlich auch etwas unterdurchschnittlich.
Also es sieht nicht schön aus. Ich fasse hier zusammen, zitiere, diese Länder haben vor allem gemeint, dass sie eine hohe Spritzquote aufweisen, ganz besonders starke Maßnahmen zur Eindämmung der unschönen Gesundheitsstände. Das Wort P möchte ich nicht in den Mund nehmen. So, ihr werdet euch fragen, baut sich hier eine Tsunamiwelle im Gesundheitswesen, der Wirtschaft und der Gesellschaft auf? Tsunamiwelle? Ja, und das zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt? Ziemlich wahrscheinlich. Find out more. Abonniert den Kanal. Schaut euch die Studien an. Was kommt denn als nächstes? Der dritte Weltkrieg? Hyperinflation anstatt weiterhin Stagflation? Krypto-Euros und Bürgergeld? Dann arbeitet kaum noch jemand bei 2500 Euro Bruttolohn, weil das Bürgergeld ist höher. Also wenn man unter 2500 Euro verdient brutto, dann kann man auch das Bürgergeld nehmen, weil dann hat man mehr Cashflow. Oder kommt, was ich für sehr wahrscheinlich halte, und es hat auch keiner auf dem Schirm aktuell, es wird nicht, und es wird zumindest nicht ausgesprochen, eine ganz merkwürdige, bizarre Depression und Deflation. Und dann kommt's mit Inflation im Gesundheitswesen und Inflation bei systemisch kritischen und relevanten Fachkräften. Das gab es noch nie in dieser Form. Die Wirtschaft einfach spricht sie generell auf breitem Level ein. Aber ihr fehlt das Personal. Die sind krank, lediert, unmotiviert in der Quitting Culture. Abonniert den Kanal. Ich glaube, ihr kriegt mit, dass wir einzigartige Inhalte haben. Wer uns kennt, versteht das. Und wer verstehen will, wird dazu lernen. So. Jetzt kommt natürlich die investive Frage. Wir sind ein Wirtschaftskanal. Sind solche Risiken irgendwie abgebildet oder ansatzweise verstanden? Da sieht man natürlich in der ersten Grafik das Verhältnis, da haben wir immer darauf hingewiesen. Es war ja klar, dass die Nasdaq und spekulativen Werte stark einbrechen würden, weil die Geldmenge zurückgehen würde. Da sieht man hier den Börsenwert von Apple, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Netflix, Tesla. Ganz tolle Sachen, sind aber auf dem Niveau ungefähr von 2020 gelandet schon. Und man sieht die Liquidität der Zentralbanken. Quelle Bloomberg, wie immer in unseren Videos, absolut erstklassig, unanfechtbare Quellen. Und die nächste Grafik zeigt natürlich von einem der BlackRock-Gründer, David Stockman, ehemals verantwortlich für das US-Budget, also das US-Haushaltsbudget, und Kongressabgeordneter, ein absoluter lateral denkender Mensch, nicht systemkonform, der sagt, hey, das ist doch nur ein Heuschnupfen, was wir haben im Vergleich mit dem Crash von 2008, 2009. Und mit seiner wunderbaren Ironie sagt er, probably nothing. Ja? Also ist doch gar nicht relevant, ist doch nichts. Ja? Und dann sieht man sehr genau auf der Grafik, wie identisch sich diese Märkte verhalten. Momentan sind wir wieder so in einer kleinen Bullenrally. Und er meint, ey, das Potenzial nach unten ist massiv. Das meinen aber auch Buddies bei Lombard Odier, ein Schweizer Investment Management Bank, die gibt es seit 226 Jahren, die verwalten 300 Milliarden. Ja, und die sind vollkommen unabhängig, die müssen nicht nach der Regierung tanzen, nicht nach irgendwelchen Aktionären tanzen. Und die sagen auch, der aktuelle Crash könnte nur ein historischer Heuschnupfen sein, weil wenn man sich jetzt die Crash seit 1929 bis 2022 anschaut, ist es ein statistisches Nothing, ja, also unbedeutend, hat aber das Potenzial, wenn der Markt oder sich diese Thesen, die wir entwickeln, durchsetzen, tatsächlich zur Währungsreform, zu Enteignungswellen, zum wirtschaftlichen Chaos, zu Steuertsunamis, Entmachtung, Enteignung und so weiter, Wegzugsteuern noch mehr verschärft führen kann. Und das ist nicht so schlimm. Warum? Jetzt sagt ihr, ja, Lösungen. Lösungen, nicht den Kopf in den Sand stecken, die Welt ist schlecht, schlag mich noch mehr, sondern deswegen, ich bin deswegen heute bei dem schweren Thema gut gelaunt, weil wir den Florian Homm Investment Club ins Leben rufen.
Das ist rein merkantil eine verdammt schlechte Idee, aber ich bin zum ersten Mal wieder gut gelaunt. Ich habe in, ich glaube, fast 3 Jahren einmal auf einem Investmentkongress gesprochen. In den letzten 2 Jahren hatte ich nicht ein Dinner mit Investoren. Wir sitzen oft in unseren Zimmern, recherchieren, ab und zu gibt es einen Conference Call über 2, 3 Kontinente zu einer geeigneten Zeit, zum geeigneten Zeitpunkt. Wir sind frei und unabhängig, das ist das Wichtigste. In unserem YouTube-Kanal und natürlich im Investment Club, wir sind tolerant. Wir grenzen Leute nicht aus, aber jetzt kommt's. Ja, wir sind selektiv, das heißt nicht, dass wir elitär sind. Wir schauen uns die Kandidaten an. Und wir wollen, dass die individuellen Bedürfnisse erfüllt werden. Dass man nicht irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen aufschwatzt, die keinen Sinn ergeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten 3, 4 Jahren, vielleicht für den Rest der Dekade, gut funktionierende menschliche Netzwerke und Gemeinschaften mit Interessen entscheidend sind, wie man durch diese Krise kommt. Tja, was bedeutet das denn für mich? Und was bedeutet das für die Mitglieder? Mehr Fun, mehr Sinn, mehr Wissen und gute Resultate. In einer Gemeinschaft, die tatsächlich nicht alle haben will. Sorry, der Kanal besteht weiterhin. Aber manchmal komme ich mir vor, in meiner Arbeit, als würden wir einfach nur Trüffel irgendwie ausstreuen, die überhaupt nicht erkannt werden. Und deswegen auch der Florian Homme Investment Club. Ich möchte motiviert bleiben und sein und besser gelaunt als bisher und mehr Positives bewirken. Das kann ich wahrscheinlich besser in so einem Kreis von Machern und vor allem wissensbegierigen, neugierigen, lateral denkenden Menschen, die in ihre Freiheit und Selbstbestimmung wichtig ist. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Das wird sich waschen, deswegen nochmal. Abonniert den Kanal und schaut euch den Link unten an. Und wie immer, holt euch andere Quellen und bildet ausnahmelos eure eigene Meinung. Und ciao.